Jo, hallo Leute, hier ist wieder euer Gravel Pit LP. Herzlich willkommen zurück zu Journey to the Aether oder Aether oder was auch immer. Mit grandioser Musik natürlich im Hintergrund. Ich habe mir eure Wünsche bzw. Kommentare zu Herzen genommen und habe das Ganze mal ein bisschen umgestellt. Render Distance of Performance Max FPS haben wir jetzt drin. Graphics Fancy View Bobbing On. Das sind so bisher die Kommentare, die ich jetzt gelesen hatte. Also mit den, oh mein Gott, mit den Einstellungen, die ich vornehmen soll. Und wir sehen, es läuft zumindest am Anfang bei den Wölfen ein bisschen flüssiger. Yay, so muss das sein. Ja, vielen Dank im Übrigen für die ganzen Kommentare, für die ganzen Bewertungen und so weiter und so fort. Ich hätte echt nicht damit gerechnet, dass da, ja, ich sag mal, so abgeht. Ja, nachdem ja im Grunde monatelang hier nichts passiert ist auf diesem Kanal, ja. Kein Sterben, kein Staubkorn war hier, oder das ist ja eher, aber links, rechts, hör mal, wo ging das denn lang jetzt? Ich weiß es nicht mehr, ich gehe einfach mal auf gut Glück. Nachdem hier ja nichts passiert ist, habe ich gedacht, okay, von dem Projekt bekommt auch kein Mensch mit. Aber es haben ja echt viele mitbekommen und es freut mich sehr, dass ihr meine Adventurecraft-Tätigkeit so gut aufnehmt und auch wieder mal Bock habt auf ein bisschen Adventurecraft. Oh, was haben wir denn hier? Ach, du liebe Zeit. Ja, genau. Raste einfach mal aus. Mach mal noch weniger. Oh, was ist das denn hier? Mach mal noch weniger Wölfe dahin. Ey, was hast du für... Ja, mit Sicherheit, Kollege. Der hat nichts für mich. Er will mir nichts geben, der Sack. Ja, wir müssen ja eigentlich zurück jetzt, ne? Wir haben ja den Schlüssel bekommen. Mit dem können wir weitergehen. Ich frage mich nur gerade, wo das war. Da vorne? Da vorne vielleicht? Nee, da war da, oder? Boah, ich weiß es nicht mehr. Nee, also vielen Dank an alle, die Kommentare geschrieben haben. Ich würde mich freuen, wenn das irgendwie... Ey, ey, wenn das so bleibt. Wenn er ordentlich Kommentare schreibt, ordentlich bewertet, wie auch immer. Und ja, vielleicht können wir ja... Ah, nein, Moment. Können wir hier rein? Nee, können da nicht rein. Wir müssen zurück zum Menschen, ne? Boah, ich weiß es nicht mehr. Ich kann mich noch an so einen Waldtempel erinnern und ich kann mich auch noch an eine Stelle erinnern, ja, der das ein bisschen schwierig für mich war. Aber die Map, Leute, das muss man schon sagen. Also ich find's vollkommen unberechtigt und irgendwie auch traurig, dass Adventurecraft so, hey, geile Musik, so unterbewertet ist, sag ich mal. Underrated, excellent, you have returned, did you find the key? Natürlich, was denkst du von mir, schwarzer Mann? I've got it, ja klar habe ich das, hör mal. So, what, I suppose the old man's story had some truth to it after all. He told me his home lies deep within the lost woods, I will open. Ah, thank you, Sebastian, but before I go, I have to visit the shrine again. Of course, good luck, master, I hope you find the answer you seek. Ich hoffe, du findest die Antwort, die du willst. Goodbye, my friend. Okay, ciao, Alter. So, was hat er jetzt erzählt? Ich muss zum Shrine. Der hat hier aufgemacht. Hat uns aufgemacht. So, hier habe ich ja letzte Folge schon erzählt. Habt ihr das mal gesehen? Den Vlog von PewDiePie. Unfassbar. Unfassbar beeindruckender Vlog, wie ich finde. So, einmal bitte. Toll. Dankeschön. Ich wollte eigentlich ins Boot rein. Ah, so. Einmal bitte zum Shrine. Geh's mal bitte rum. Und... Oh mein Gott, das ist... Was ist das für Musik? Ey, das sollte Midna's Nightmare-Dingens oder so sein. Das sollte von... Oder? Doch, das ist von Twilight, glaube ich. Ich bin mir aber unsicher. Oh, I won't be visiting again for a while, but maybe this is a way to can see a book again. Hey, listen, before leaving the room, it's good living. Ich kann so schnell nicht lesen. Ich kann so schnell nicht lesen. Oh, da ist die Tür aufgegangen. Mach mal kurz während der Kamerafahrt das aus. Ja, okay, hier sehen wir aber nochmal, guck mal da, RIP, die beiden. Das sind wohl unsere Eltern, so wie es aussieht. Die hat es erwischt, Leute. Und wir müssen jetzt in den Wald gehen, um herauszufinden, was hier passiert ist. Warum sind unsere Eltern gestorben? Ich weiß nicht, vielleicht hat er das auch schon erzählt. Ich habe die... Boah! Boah, die Musik! Oh! Oh! Lass uns einen Moment verweilen, Leute. Oh, ich liebe das. Entschuldigung, aber ich liebe das. Ich liebe das. Diese Musik ist einfach unglaublich grandios. Und gerade in diesem Augenblick, in dem wir da standen, einfach unfassbar, unfassbar gut. Unfassbar grandios. Unfassbar geil, muss man ganz ehrlich sagen. Muss man ganz ehrlich sagen. Das ist im Übrigen auch so ein Grund, warum ich gerne in das Let's Play von Gronkh mal reingucke. Muss ich ganz nebenbei mal erwähnen. Da er immer unglaublich epische Musik, also nicht immer, aber oft unglaublich epische Musik im Hintergrund laufen hat. Und das einfach unglaublich gut passt. Aber die Musik hier passte natürlich unfassbar gut jetzt hier rein.
So, und jetzt sind wir gespannt, wo geht's weiter. Aber dieses Adventure Craft, wie gesagt, ich finde es schade, dass es so in den Hintergrund gedrängt worden ist. Das so. Oh. Chapter 2. The Legend of the Aether. Okay, wir sind also schon in Chapter 2. The Lost Woods. Da sind wir nun drin. Und wir haben wieder ganz normal chillige Musik hier ab in den Lost Woods. Auch sehr toll gemacht, muss ich sagen, finde ich. Hier von den, guck mal, Kiste. Ja, die nehmen wir direkt mit. Wir sind ach nee, bitte nicht. Boah, das habe ich schon damals nicht begriffen, wie das funktioniert. Wie ging das denn? Immer der mit dem See, ne? Naja. If I don't pay attention, I will just end up wandering around in circle. Ja, wie war das denn nochmal? Oh, ich weiß es nicht mehr. Es gab einen Trick. Ich glaube, man musste immer dahin. Wie war das nochmal? Oh mein Gott, ich weiß es nicht mehr. Oh mein Gott, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, man. Moment, es leckt ein bisschen. Ja, ja, das leckt in den Lost Woods, hat es immer geleckt. So, ich glaube, wir dürfen nicht dahin gehen, wo der Baum ist. Ich bin mir so unsicher. Ah, okay, bisher sind wir gut gefahren damit. Hier können wir nicht rein. Boah, jetzt sind wir bestimmt weg. Oder. Wir leben noch, alles klar. Ich meine, man durfte nicht da, wo die Bäume sind. Ich weiß es aber echt nicht. Nein! Da haben wir verkackt. Schade. Ja, das war wohl nix. Das war wohl nix. Nun gut, ich gehe. Ach, Moment, da stand doch unten, was ich machen muss. Toll, jetzt habe ich nicht gelesen. Den Textchat gehen kann ich nicht nochmal. Nee, kann ich nicht. Okay, Leute, wir werden es noch herausfinden, was wir machen müssen. So, jetzt leckt es wieder. Da konnte ich nicht rein. Gehe ich einfach mal hier rein. So, Moment. I can hear many strange sounds in the woods, almost like music. Also ich glaube, es ist wirklich an das Ocarina of Time Zelda angelehnt. Und es hat was mit der Musik zu tun. Wie gesagt, ich bin der Vollnoob gerade, ne? Ich habe echt gar keine Ahnung mehr. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie genau das gedacht ist hier, weil ich verstehe es wirklich nicht. Ich weiß nicht, ob ich es jemals verstanden habe, ich glaube aber nicht. So, da waren wir, da ging es nicht. Da waren wir, ging es auch nicht. Aber ich glaube, wir müssen diese Musik. Ja, ja, guck. Wir müssen die Musik beibehalten, kann das? Alles klar. Ich glaube, ich hab's. Ja? Ja, ich glaube, ich hab es herausgefunden. Ich hab's herausgefunden. Nee, oh oh. Das ist natürlich geil gemacht. Das ist natürlich extrem nice. Extremst nice. Ist hier unten irgendwas? Ja, natürlich. Zwei Rubine. Oh, es leckt. Ja, für die Lecks, wie gesagt, kann ich nichts. Oh. So, was ist hier? Oh, wir können hier rein. Komm ich hierher? Nee, was ist denn hier? Schauen wir doch mal. Oder doch, hier komme ich her, oder? Oh, hier komme ich. Nee, wen haben wir denn da? What a strange house. This must be where the old man lives. What? Oh, genau. Was bist du denn? What is... It's about time where you got there. Who are you? Why did you call me here? My name is Genai, Sage of the Forest. You have no why I brought you here? Is my family really alive? Nee, da waren wir doch eben. Very much so. Was? How can you know? Ja, wie kannst du das wissen, Junge? I'm a great and powerful sage. It's my business to know these things. Your family was tainted. Ezra, they are no longer part. Ah, okay, unsere Familie ist also oben. What is the Ezra? What do you mean? Was meinst du? Was ist das? Before I answer anymore, you have Christian, I need you to do something for me. Do you have the key? Natürlich habe ich den Key, Kollege. Klar, hier habe ich ihn. Was sagt er? Good, go back the way you. Gretry, you will have passed the entrance on your way there near it. Was? Why should I help you? Warum sollten wir ihm helfen? Weil ich der Einzige bin, der dir helfen kann. Now be on your way. Ja, und nun sollen wir uns aufmachen. 64, ja natürlich, wir haben ja auch sonst nichts. Wir haben Öl mitgenommen. Das ist nämlich, relativ wichtig. Aua. Wer denn, ich meine, kriegen wir hier die Lampe?
In irgendeinem Zelda-Adventure gab es nämlich eine Öllampe. Da gab es keine Fackel, so wie wir sie haben. Und hier ist noch Under Construction, glaube ich. Oder? Ich bin mir unsicher. Yo, es leckt, ne? Wie gesagt, wir sind immer noch im Wald. Okay, und wir machen jetzt gleich auch schon wieder einen Cut, Leute. Ich würde sagen, wir gehen nochmal schnell hier kurz aus dem komischen, von dem alten Mann. Ne? Wer ist denn das für einer? Hör mal, bah, ist ja ekelhaft. Dem wächst ja schon ein Bart und so. Ist ja ganz ekelhaft, der Mann. Ich weiß jetzt auch gar nicht, was er von mir wollte, wo ich hin soll. So, jetzt. Ne. Doch, Moment, jetzt bin ich. Ich bin wieder am Anfang, oder? Sollte ich zumindest sein. So, warte mal, wo waren das jetzt hier? Hat sich jetzt die eine Tür geöffnet? Ich bin mir unsicher. Da. Die eine Tür hat sich geöffnet. Seht ihr das? Hier war vorher noch eine Tür drin, Leute. Hm? Da war die Tür. So, und hier geht's mit dem Key weiter. Ja, hier geht's weiter, Leute. The Great Tree. Oh mein Gott. Da kann ich mich auch noch dran erinnern. Das ist so ein Dekobaumverschnitt, könnte man sagen. Da müssen wir ein bisschen Jump-Action erledigen. Ihr seht schon, ist nicht ganz so easy. Da haben sie sich ein bisschen Jump-Action ausgedacht. Und da geht's rein. Da müssen wir rein. Whee! Bis ganz nach unten. Ja, das werden wir im nächsten Part machen. Vielen Dank fürs Zusehen, Leute. Ich hoffe, euch gefällt. Und ich hoffe, ihr seid im nächsten Part auch wieder dabei. Euer Table Tennis, Gravel Pit. Ciao.